Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Samstag. Wie ihr wahrscheinlich schon selber gemerkt habt, habe ich in letzter Zeit viele neue Faktenvideos zu bereits bestehenden Charakteren gemacht und deswegen dachte ich mir, ja, musst du samstags auf jeden Fall wieder komplett neue Faktenvideos bringen. Also mit neu meine ich jetzt zu Charakteren, die noch nie dran waren. Und ja, das ist auf jeden Fall auch möglich, weshalb ich euch heute 10 Fakten über Professor Raue Pritsche präsentiere. Los geht's! Fakt Nummer 1. Falls euch der Name Raue Pritsche gerade nichts sagen sollte, liegt dies vermutlich daran, dass ihr die Bücher nicht oder zu wenig gelesen habt. Aber dafür habt ihr ja jetzt mich. Zum ersten Mal kam sie im 4. Teil Der Feuerkelch vor, wo sie die Vertretung für Rubius Hagrid war. Eine große oder wichtige Rolle hatte sie jedoch nie. Fakt Nummer 2. Geboren wurde Wilhelmina Raue Pritsche, im Original Wilhelmina Grubbly Plank, vor dem Jahre 1930 in Großbritannien oder Irland. Viel mehr ist über ihre Jugendzeit leider nicht bekannt. Höchstens noch, dass sie sehr gut während ihrer Schulzeit gewesen sein muss, da sie später zur Lehrerin auf Hogwarts wurde. Fakt Nummer 3. Lehrerin ist hier aber auch ein sehr gutes Stichwort, denn tatsächlich ist nicht bekannt oder belegt, ob sie eine vollwertige Lehrkraft der Hogwarts-Schule war oder nur zur Vertretung eingesetzt wurde. Fakt Nummer 4. Äußerlich wurde Professor Raue Pritsche mit kurzen, grauen Haaren, einem sehr spitzen, markanten Kinn und zeitweise mit einem Monokel und Pfeife rauchend beschrieben. Fakt Nummer 5. Professor Raue Pritsche war dazu imstande, einen Patronus zu wirken, jedoch war dies kein gestaltlicher. Fakt Nummer 6. In den Harry Potter Filmen kommt Professor Raue Pritsche nur ein einziges Mal vor, und zwar ganz am Ende von Teil 5 der Orden des Phönix. Dort auch nur im Hintergrund einer Szene ohne Dialogzeile ihrerseits. Und hey, hier ist nochmal der Daniel aus dem Off, die war auch am Anfang kurz zu sehen, als Umbridge ihre Rede gehalten hat, ups. Fakt Nummer 7. Gespielt wurde Professor Raue Pritsche in Teil 5 von der britischen Schauspielerin Apple Brooke. Fakt Nummer 8. Im Gegensatz zu Rubius Hagrid, welchen sie im 5. Teil vertrat, ist Professor Raue Pritsche eine wesentlich kompetentere Hexe, die auch die Gefahr ihren Schülern gegenüber niedrig hält. Selbst Umbridges Unterrichtsinspektion besteht sie. Fakt Nummer 9. Es ist nicht bekannt, ob Professor Raue Pritsche bereits zur Zeit von Professor Kesselbrand auf der Hogwarts-Schule war oder erst wegen Hagrids Fehlen von Dumbledore eingestellt wurde. Es gibt auch absolut keine Informationen darüber, ob sie zu Zeiten der Rumtreiber oder Tom Riddles bereits zur Schule gehörte. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 10. Obwohl viele die Lehrerqualitäten von Professor Raue Pritsche als besser einschätzten im Vergleich zu Hagrid, kritisierte sie ihren Kollegen nicht ein einziges Mal. Stattdessen befürwortete sie sogar Hagrids Einsatz, Testrale aufzuziehen. Ja, das war mein kurzes, knackiges Faktenvideo über Professor Raue Pritsche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo auf meinem Logo, darüber würde ich mich wirklich riesig freuen. Sofern davor keine weiteren Faktenvideos kommen, sehen wir uns beim nächsten am Samstag wieder, Leute. Oder davor zu anderen Videos, das würde mich auch voll freuen. Macht's gut, liebe Freunde, und ciao!